Vergleich zu früheren Systemen. Dies ist der Challenger 1, der wichtigste Kampfpanzer der britischen Armee. Er verfügt über eine Kanone mit gezogenem Rohr und einem Kaliber von 120 mm. Der Challenger wird von einem Dieselmotor angetrieben. Der ist zwar nicht so leistungsstark wie die Gasturbine des amerikanischen M1. Doch Getriebeübersetzung und hydropneumatische Fahrwerksdämpfung gewährleisten eine gleich hohe Höchstgeschwindigkeit. Sieben Uhr morgens auf einem Truppenübungsplatz in Südwales. Panzerkommandant Sergeant Pritchard und seine dreiköpfige Besatzung treffen zum routinemäßigen Übungsschießen ein. 7 werden heute mit scharfer Munition auf ruhende und bewegliche Ziele feuern, sowohl mit der Kanone als auch mit dem koaxialen Maschinengewehr. Es werden 11 Ziele für die Hauptwaffe und 3 weitere für das MG präsentiert. Unsere Aufgabe ist es, alle zu vernichten. Das regelmäßige Übungsschießen mit scharfer Munition ist nötig, damit die Truppe jederzeit auf einen möglichen Ernstfall vorbereitet ist. Sergeant Pritchard hat soeben das Signal erhalten, mit der Übung zu beginnen. Bei der Übung geht es um die reibungslose Zusammenarbeit der Mannschaft. Sie hat ihren Zweck erreicht, wenn am Ende sämtliche Ziele in der vorgesehenen Zeit getroffen wurden. Wir hatten ein paar Probleme, aber wir haben 9 von 14 getroffen und das ist ein gutes Ergebnis. Ich bin mit unserer Leistung sehr zufrieden.
Demnächst wird die britische Armee das verbesserte Nachfolgemodell in Dienst stellen, den Challenger 2. Die Wanne gleicht dem des Challenger 1. Der Turm wurde jedoch völlig neu konstruiert und mit einem neuen computergesteuerten Feuerleitsystem ausgerüstet. Gepanzert ist das Fahrzeug mit der sogenannten Chobham-Panzerung, der derzeit modernsten und stärksten der Welt. Sie wird aus einem Spezialstahl gefertigt, in den energieabsorbierende Schichten aus Keramik und Wolfram eingebettet sind. Die ausgeklügelte Fahrwerksfederung gewährleistet eine stabile Plattform für die Kanone und größeren Fahrkomfort für die Besatzung. Mit dem neuen Feuerleitrechner können bewegliche Ziele von der Größe eines Fußballs noch in 5 Kilometer Entfernung ausgemacht und getroffen werden. Die vierköpfige Besatzung kann in nur 15 Sekunden 3 verschiedene Ziele unter Beschuss nehmen. Heute verfügen die Streitkräfte von mehr als 100 Staaten über Panzertruppen. Es wird geschätzt, dass weltweit über 40.000 Panzer zum Einsatz bereitstehen. Der deutsche Leopard 2 ist der älteste unter den Panzern der modernen Generation. Er gehört jedoch zu den kommerziell erfolgreichsten Modellen. Der mit einem Gefechtsgewicht von rund 55 Tonnen relativ schwere Panzer ist voll tauchfähig. Selbst in unwegsamstem Gelände ist der Leopard 2 erstaunlich beweglich. Der französische Leclerc dagegen ist wesentlich leichter. Er zeichnet sich durch hervorragende Wendigkeit und beachtliches Beschleunigungsvermögen aus. Seine Höchstgeschwindigkeit beträgt 72 Stundenkilometer. Dank seiner Ladeautomatik kommt er mit einer dreiköpfigen Besatzung aus. Der Leclerc verfügt zudem über die längste Kanone unter den Kampfpanzern seiner Klasse. Dies ist der russische T-90, eine verbesserte Version des T-72, dem Standardpanzer der irakischen Streitkräfte im Golfkrieg. Das neue Modell hat ein niedrigeres Profil und lässt sich leichter bedienen. Die Armeen der Welt arbeiten ständig an der Verbesserung ihrer Panzer. Veraltete Modelle werden ausgemustert. Der Millionär Fred Robke besitzt die größte private Sammlung von Panzerfahrzeugen in den USA. Robke war selbst Kommandeur einer Panzereinheit bei den Marines. Vor über 40 Jahren hat er seinen Dienst quittiert, doch seine Begeisterung für Panzer ist geblieben. Wenn man mit einem Panzer so durchs Gelände fährt, hört man manchmal sein eigenes Schreien nicht. Die Vibrationen, der Sound, der Qualm. Man muss es einfach selbst erlebt haben, um zu wissen, wovon ich spreche. Robke fährt hier in einem M41 Walker Bulldog, gebaut 1941 von Cadillac. Mit einem Gewicht von 20 Tonnen ein vergleichsweise leichter Panzer. I love it. I love this M41 Walker Bulldog. Der M41 gefällt mir besser als alle anderen wegen seines Komforts für die Besatzung. Historisch gesehen ist er vielleicht nicht so bedeutend, aber es ist ein großartiges Fahrzeug. A great piece of equipment.
Die Suche nach alten Panzern und Ersatzteilen führt den Sammler um die ganze Welt. Bis zu 2 Jahre benötigen er und sein Team für die Restaurierung eines Panzers. Viele der Fahrzeuge scheinen auf den ersten Blick irreparabel, wenn sie bei Rupke eintreffen. Das Tank.